Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Batman Arkham City. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier es aus der League der Assassins aufgeschafft und sind hier nun auf dem Weg zu Dr. Freeze. Wir haben ja jetzt hier eine Möglichkeit, das Gegenmittel herzustellen. Hoffentlich zumindest. Und deswegen gehen wir nun zu unserem Freund Mr. Freeze. Und wenn das jetzt kommt, an was ich denke, dann erwartet uns gerade gleich einer der besten Bossfights überhaupt. Ein sehr, sehr schöner, erfinderischer Bossfight. Schauen wir mal, ob das so klappt und ob uns der gute Mr. Freeze hilft. So, ist definitiv ein bisschen kälter geworden, das probiert sich mal. Hallo? Wenn das... Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht länger, Herr. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst. Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. So, das war schon mal sehr schlecht. Ich dachte einfach, kommt man mit der Eckendeckung besiegen. So, also, okay, warte mal. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt gut. So. Gehen wir da hoch. Er verfolgt mir nämlich unsere Spuren. Oh oh. Oh oh. Okay, das war schlecht. Also. Warte. So, ah, da kann man es auch nicht hochseilen. Na, geil, Mann. So. Also, er folgt unseren Wärmesignaturen. Das heißt, es gibt auch im Endeffekt keine Möglichkeit, ihm hier irgendwie auszuweichen. Mr. Freeze ist so gewappnet. Gegen einen Angriff, dass wir keine Chance haben, ihn frontal zu besiegen. Und das heißt, wir müssen auf Tricks arbeiten. Bam. Der war schon eigentlich ziemlich schön. So. Und jetzt ist er erstmal in seiner Kuppel. Umweltbedingungen. Tja, und ihr seht, jedes Mal, wenn wir jetzt einen unser schönen Moves aktivieren, verhindert es, dass wir ein zweites Mal das machen. Also, wir müssen hier wirklich auf unser komplettes Repertoire zugreifen als Batman hier. Und ihr seht, er eliminiert alle Möglichkeiten, dass wir ihn hier nochmal nach unten ziehen. Das hat jetzt nur ein einziges Mal geklappt. Eigentlich nicht. Wartet, ja komm, geht doch noch einen Meter weiter vor. Okay, dann geht er nicht einen Meter vor. Dann machen wir das halt so. So. Zack. Ich kann meine Taktik anpassen. Du auch. Alter, du bist so schlecht, Batman. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Oh oh, oh oh. Eigentlich klappt doch die Eckendeckung auch. Ich weiß nicht, wieso das gerade eben nicht geklappt hat. Aber ich habe Angst.
Okay, das glaubt sie nicht. Ich lasse nicht zu, dass du das nochmal machst. Mieser Typ, Mann. Aber das ist okay. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ah, scheiße, das ist... Ah, okay, dafür, dass da ein Elektroschock kommt. Okay, gut, haben wir verstanden. Haben wir verstanden. Können wir für uns nutzen. So, also ihr seht, er ist nicht ohne Grund ein Forscher. Er ist ein Genie. Und er ist auch im Endeffekt der Einzige, der dieses schöne... Heimmittel für uns herstellen kann. Ich habe dich gefragt, Batman. Ich werde dich immer finden. So. Und natürlich kann er hier unseren Wärmesignalen folgen. So, wartet mal. Scheiße, jetzt habe ich meine Chance versaut. Aber wir haben noch eine Möglichkeit. So. Und zwar eigentlich den simpelsten Plan überhaupt. Von hinten ihn nämlich eliminieren. Aber das hat auch nur ein einziges Mal geklappt. So. So, sollen wir hier seine neue Statue kaputt machen? Nee, keine schlechte Idee. So. Okay, Schild ist an. Keine Chance mehr. Warte mal. So, soll das nämlich gleich wieder verfolgen. Jetzt machen wir es gescheit. Wir müssen nur auf unseren Moment warten. Einfach nur abwarten. Ich hoffe zumindest, er kommt, Mann. Es ist halt echt ein geiler Fight, Mann. Weil er ist im Endeffekt in allen überlegen und im Gegensatz zu sonst immer den hirnlosen Typen, der einfach vorhin draufstimmt, ist halt schlau. Verstecken ist zwecklos. Oh oh. Alter, nein, 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 nein. Ich dachte, das hat ihn irgendwie betäubt. Scheinbar nicht. Sehr schön. Naja, war ja auch fast zu erwarten, dass das zu easy ist. Vermisste Fritz. So, okay, dann habe ich noch eine Möglichkeit. So, das muss man nämlich echt alles schöpfen. Oh nein. Alter Betsy, was machst du? Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ja, das ist mir bewusst. Hilf mir trotzdem mit, wenn du immer auf ihn draufläufst. So, ich muss ihn so... Stell ich mich denn hier am besten hin, damit er mich nicht trifft? So, komm, verfolg mich, genau. Wir müssen warten, bis er da drin steht, dann tasern wir. Und ich sehe dich. Der hat doch so viel Leben und mir noch so wenig. Geil, mir gehen langsam die Ideen aus. Okay. Was? Wie? Der war schön. Jetzt. Bam, 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 bam. Der war schön. Oh, hier gibt es keinen Ausgang. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Tja, und schon hat er das da unten vereist und wir haben keine Chance mehr, das nochmal zu machen. Er ist so mies. So, ist eine. Wir müssen eigentlich seine Drecksnora starten, hier, aber man. So, nächster Trick. Oh, der wird drangesagt. So, komm, gib's ihm, Batman, gib's ihm. Bam! So. Jetzt muss ich da hin. Und dann da. Und dann, hoffentlich, wartet. Genau, so müssen wir es nämlich machen. Komm her, weil er folgt ja immer schön unseren Spuren. Oder er folgt ihm nicht. Immer alles zurück. Wie zerstöre ich mit Leichtigkeit? Alter, ich hab's auf der falschen Seite gemacht. Haha, ich bin so schlecht. Ich bin so hart schlecht. Okay, jetzt geben wir echt die Ideen aus, Mann. Was haben wir denn noch hier so schöne für Tricks, Mann? Okay, den Magneten können wir nicht mehr aktivieren. Was haben wir hier? Da können wir uns auch nicht hoch. Das hat alles vereist, Mann. Die einzige Chance, die ich im Endeffekt noch habe, ist, dass ich ihn da runter locke. Was natürlich nicht klappt. Alter, ich hätte mich auch auf die andere Seite einfach stellen müssen. Wenn du weißt, dass ich hier bin, dann komm mal her. Nö. Um ehrlich zu sein. Alter, du weißt, wo ich bin. Also geh ich hier runter.
So, dann gehe ich nämlich da rauf. So. Und komm, das war's dann. Hoffe ich jetzt mal. Also er geht jetzt gleich hoch, dann ist natürlich scheiße. Nein, ich bin so schlecht. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, dann locken wir ihn gleich nochmal da runter. Greif mal back. So sieht's aus. Na, ich brauche keinen Backcomputer, ich schaff das schon. Ah, komm, Mann! Nein, das wirst du hier büßen. Ist okay. Ist okay. Ja, ich brauch die Bettanalyse nicht, ich schaff das schon. Ich höre dich, Batman. Er ist doch schlau, Mann. Das ist so schlimm, Mann. Ich mag lieber dumme Schurken, muss ich ganz ernst was sagen. Freeze. Uh-oh. Komm. Alter Falter, wie soll ich jetzt... Nein! Alter, ich hasse die Steuerung in diesem Scheißspiel, Mann. Mir langt's jetzt, Mann. Ich geh jetzt da rüber wieder. So. Geh ich nämlich jetzt dahin. Ganz relaxed und entspannt. Stell mich jetzt erstmal 5 Minuten hin. Dann gehe ich hier hoch. So. Und chill mich jetzt hier rein. Und dann habe ich ihn. Ich weiß schon, was ich tun muss. Liebes Spiel. Ich bin nicht so blöd. Also, ich bin so blöd, aber ich krieg das schon hin. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen abwarten. Bitte schmeiß nicht deine merkwürdige Granate. Erstmal. Nein, setz dich dran. Kannst du dich nicht verstecken? Das ist meine Welt. Weil er ist schon wieder viel zu schnell da. Er ist so kacke. Er ist ernsthaft kacke. So, dann gehen wir nämlich hier wieder runter. Ich muss es nur einmal hinkriegen, ihn da runter zu locken. Dann haben wir es geschafft. So, jetzt ist er da unten. So, hier geht es nämlich viel besser. Kann sich Kontakt mit Ziel. Komm, das hast du doch gehört. Komm. Freezy. Freezy. Leider so mal. Und bitte geh nicht die Treppe hier runter. Wieso ich da oben ein Ding mache, ich weiß es nicht. Geh doch da hoch. So, komm. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Genau, geh da hin. Alter! Das ist so scheiße. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Priest darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Bin jetzt verzweifelt, Mann. Ernsthaft, weil das langsam nur mal geht, Mann. So, von hinten können wir ihn nicht nochmal ausschalten, das ist eh klar. Stellen wir uns einfach hier ein bisschen hin. Chillen ein bisschen. Gehen da lang, da lang. Setzt nicht deine... Oh, er setzt seine Sucht dran. Den Kasten kannst du dich nicht verstecken. Das ist meine Welt. Du gehörst. Ja, geil. Geil, komm. Es ist so madig, Mann. Alter, diese Scheißsteuerung. Ich krieg so einen Hals, Mann. So, komm. Da, 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 da. Alter, ich bin kein Gott, Mann. Ich kann mich leider nicht in einer Sekunde da hochbewegen, bis er dann wieder sagt, oh, ja, jetzt bin ich wieder ganz woanders. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Was habe ich noch für Gadgets, Mann? Ah!
Alter Mann, dann machen wir es halt auf die Art und Weise. Ah. Mein Ausschalten wäre zwar schöner gewesen, aber egal. Ich hole dich aus deinem Drecksanzug raus. Was? Bitte, finde Nora. Sie ist alles, was ich habe. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Freeshots, ein Hochenergieprojektil mit negativem Temperaturbereich, das bei Aufprall detoniert. Einsetzbar, zum Wasser zum festen Zustand zu versetzen oder Angreifer zu lähmen. Ah, oh, Leute, jetzt haben wir einige Wunden hier getragen, Mann. Der Batman sieht auch nicht mehr so gut aus, Mann. Alter, wieso hättest du nicht einfach vernünftig dich mal hinstellen können? Da hätten wir alle keine Probleme gehabt. Nun gut, also, der Joker hat das Heilmittel geklaut und uns will jetzt einfach sterben lassen, oder was? Gar nicht nett. So, jetzt haben wir hier dieses lustige Drum, mit dem wir uns jetzt hier einige neue Wege machen können. Aber was für neue Wege es gibt und wie wir hier rauskommen werden, das ist mal die erste Frage. Hallo, hier ist irgendwie alles ein bisschen zugeheizt. Werden wir es beim nächsten Mal fahren, denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Batman Arkham City. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.